Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve, da drüben sitzt Benny und wir spielen heute die Vollversion von Anthology of Fear für euch und let's start the tape. Han, it's me. Sorry I'm calling this late. I hope you're doing okay. I'm checking a lead. This woman claims to have worked in a mental health clinic. Says the boss had done something terrible. Claims she knows. I never knew Nate had problems like that. So she told me I'll find the answer there. And now I wish I hadn't left. But it's the strongest lead I've had. Yeah, we have. Are you there? Ethan! I'm here. Are you sure you're not followed? Yeah. What's next? I left you something useful. There's a closet next to the trash can. Check the drawers. Okay, drücke Tab. Kannst du dich noch dran erinnern? Und zwar Anthology of Fear waren diese zwei Demos, die rausgekommen sind. Die erste Demo war völlig anders als die eigentliche Spieldemo, die danach rauskam. Wir haben das, glaube ich, an zwei unterschiedlichen Tagen nacheinander irgendwie released. Ansonsten, wer nochmal Bock drauf hat, plopp! Und das ist jetzt quasi die Vollversion. Okay. Ich kann mich null dran erinnern, leider Gottes. Aber... ja. Aber Grafik ist nice, irgendwie. Also sieht auf jeden Fall richtig eklig hier aus. Ja, das ist richtig. Das ist ein Großstadt-Slam hier. Drücke F für Taschenlampe. Gerne. Ja, Taschenlampe ist mal wieder... ein bisschen Arsch. Leere Kiste und anderer Müll. Oh nein, und wir können alles aufmachen. Ja, wir mussten da sowieso die Kommode aufmachen. Guck mal. Erstmal direkt ein Brecheisen hier. Random, schön. Was? Magnetkarte? Was für eine Magnetkarte? So, laut der Frau wird mich eine dieser Türen in den Keller führen. Ja, na schönen Dank auch, Alter. Ja, welche? Naja, wir schlossen oder verschlossen gilt jetzt nicht mehr mit Brechstange. Mal, hier ist noch eine. Aha. Was soll ich denn hier machen? So, hast die Brechstange benutzt und es klang auch gerade... oh, hier hört aber einer. Hier ist Raucherecke. Okay. Oh, ach. Scheiße. So, ich guck mir erstmal ganz kurz oben. Aber hier wird's wahrscheinlich... ja, dachte ich mir halt. So, dann müssen wir in den Keller runter. Wie schön. Okay. Chill sagt, hier sollte eigentlich niemand von uns rein. Aber wir scheißen drauf und gehen drin. Oh, das geht tief runter. I'm downstairs. Okay, look for the blue door. Dieser Keller sieht wie eine Art Labyrinth aus. Anscheinend wird er immer noch von Menschen genutzt. Wie ihr beide und ein Labyrinth, das ist ja jetzt nicht euer Ernst. Das ist schon ein bisschen Hohn, oder? Also sie hatte ja gerade irgendwas erzählt von einer blauen Tür. Zumindest stand da ja irgendwas mit mir. Blau. Aber ja, Hände waschen können wir hier schon mal. Das ist schon mal schön. Das ist gut. Das ist... ich möchte lieber nicht wissen, wie dieses Wasser schmeckt. Ja, das möchte keiner. Das möchte keiner. Oh Gott. Oh, auch dieses Moving, also dieses Kopfwackeln, das Leichte. Wir haben ein Sammlerstück gefunden. Okay. Ja, das ist doch schön. Also, können wir dann alles sammeln und dann später verkaufen für teuer Geld? Ich glaube nicht, dass wir das verkaufen können. Ja, wir können aber auch rennen. Wahrscheinlich später noch benötigen. Zum Wegrennen oder so. So, gut. Geschlossen. So, eine blaue Tür. Wir suchen eine blaue Tür. Ja, ja, so blau, blau, blau blühten sie ja. Wie beim alten Blühen. Okay. Echt? Das war jetzt hier so eine totale Sackgasse? Das ist ja ein Ding. Ja. Scheint so. Ja. Hier ist die blaue Tür. Ah, schön. I'm here. Good. Now listen. Officially the clinic is on hold, but the building is still being maintained. Watch out for the alarm. Was für eine Klinik?
ich weiß nicht, ob wir das wirklich wissen wollen, Mandy. Safe and sound. An answer just left there. It's been almost 2 years. I was so wrong. Ich habe die blaue Tür gefunden, doch noch eine. Dann noch eine. Meine und schon weiß ich nicht mehr, was da stand. Meine Ohren klingeln irgendwie, keine Ahnung. Gott. Du hast Schlüsselbund benutzt. So, dann gucken wir mal, in was für einer Turnklinik wir jetzt hier landet sind. So, Artikel braucht man Uni. Du hast Schlüsselbund benutzt. Also grafisch finde ich schon sehr ansprechend, muss ich sagen. Sieht gut aus. Robert, Sylvia besperrt sich wieder über ihren Stuhl. Kümmer dich schon drum. Tja. Jetzt haben wir ziemlich viele blaue Türen hier. Oh nein. Wie, was ist das? Was ist das? So ein Ach, Waschbecken. Spinner. Where will I find the archives? The patient's archives are on the C floor. Access to upper floors is secured with a card. There's no electricity. Can't I just use the crowbar? Breaking in would set off the alarm. You'll have to turn on backup power. So where will I find this office? It's hardly an office. It's A53. I left you the key. Let me know when you're there. Okay. Ah, 53. Müssen wir finden. Die schreibe ich mir mal auf, was ich zeige. Schön, Toilette. Lassen wir mal so. Okay, Gott sei Dank abgeschlossen. Oh Mann, Alter. Also, mal blöd gefragt, ja. Also, kein Strom drauf. Warum kann er nicht die Brechstange nutzen? Ist eine berechtigte Frage. Da sagt die irgendwas vom Alarm. Wenn kein Strom drauf ist, dann funktioniert ja auch der Alarm nicht. Also warum sollen wir den Notstromgenerator jetzt hier anmachen? Weil dann funktioniert ja auf einmal alles. Ich kann es auch nicht sagen. Ich kann es auch nicht sagen. Aber sie... Nichts Interessantes. Doch, Beruhigungstabletten für mich. So, was haben wir hier? Patient! 3121H aus D19. Brauch neue Kissen. Ja, die letzten sind mit Erbrochenem bedeckt. Schön. Ein anderer Patient. Brauch neue Binden. Die letzten waren angekaut. So, Patientnummer hast du nicht gesehen. Benutzt eine zusätzliche Dosis von unleserlich. Nächster Patient. Braucht mehr Flüssigkeit. Ihre Schlafapnoe verschlechtert sich. Nächster Patient. Hat Probleme beim Einschlafen. Meint, dass weißes Rauschen helfen sollte. Ja, besorge ich am Radio. Nächster Patient beschwert sich über Lärm aus ihrem Nachbarzimmer. Wir sollten erwägen, sie umzuziehen. Okay. Ich brauche die Ergebnisse von Ortega so schnell wie möglich, Sylvia. Oh, was ist denn für ein Rechner, Alter? Okay. Schön. Das ist schon unangenehm. Ist auf jeden Fall unangenehm. Oh, pfui Deibel, Alter. Ah, so leckere Spaghettis. Ja, nee, mit Augen drin oder was, Alter. Was sind irgendwie. Also, wahrscheinlich Oliven. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte kennzeichnen Sie Ihr Essen, um Missverständnis zu vermeiden. Gloria. Ah ja. Ich habe meinen Reis gezählt. Genau, 7360 Stück. Wenn auch nur eins verschwindet, werde ich es wissen und mich daran erinnern. An die Person, die ständig meine deutlich gekennzeichneten Sandwiches isst. Ich hoffe, du magst Geisterpaprika. Aha. An die Person, die mein Sandwich mit einem Stein vertauscht. Das ist ja fies, Alter. Du wirst gefunden und strafrechtlich verfolgt werden, Jay. Toll. Okay, alles klar. Ah, ein bisschen O-Saft, lecker. Hm, was haben wir hier hinten? Milch? Nee, Haferflocken Cerealien. Wahrscheinlich. Oh, schön. Es ist richtig unangenehm. So, hier brauchen wir die Magnetkarte. Oh, und hier ist A53. Wunderbar. Hallo? Achso, und hier machen wir den Notstromgenerator an. You said backup power? Na toll. Ethan. 23. Januar 1979. D.A. Marco Alexander.
Behandlung, Stimulation des Nervensystems, Verfahren, Elektrozephalographie, Elektro-Oku, ach du Scheiße, ja und so weiter und so weiter. Ergebnis der Schlafdauer, 566 Minuten, 10 Minuten Latenzzeit des Einschlafens. Aufwachen bei ungefähr 10 Minuten, es wurden 4 REM-Phasen aufgezeichnet, EEG-Parameter, keine Abnormitäten, EKG-Parameter, Sinus und so weiter. Ich weiß nicht, ob das wirklich relevant ist, hier dieser Text. Eindruck, das Fehlen von körperlichen Symptomen lässt den Schluss zu, der Patient spricht nicht auf die Therapie an. Er sollte für die Aufnahme in die NIT-Liste in Betracht gezogen werden. Ja, okay, schön, schön. Vermeintlich der Teil eines Überwachungssystems. Wunder, Alter. So schön. So, wo schalten wir das gute Ding an? Sicherung, jede Menge davon. Sitzungssicherung, oder? Tasterchen, Spenderchen. Was? Ja, wie, also wie machen wir das jetzt an? Also, was? Nichts. Ah, guck mal, jetzt kann man das aufmachen. Okay, also wir müssen ja eh den Backup. That was easy. Where are the archives? What? What? Ah, es ist kein gutes Zeichen. Na. Der Strom scheint zu funktionieren, aber das Walkie-Talkie nicht. Das Patientenarchiv ist irgendwo im zweiten Stock. Alter, ich krieg's so. Irgendwo im zweiten Stock. Fuck. Was? Naja, und? Achso. Ach, wenn ich nochmal reinstecke, dann verstehe. Mhm. Dann ist die Tür wieder zu. So. Sollen wir gleich in den zweiten Stock gehen, Benny? Ja. Scheibenkleister, Alter. Ich weiß nicht, ob das so geil ist hier. Haben wir eine Türnummer? Nee, aber sagt er gerade von wegen, die Tür zum Archiv muss ja so einen Kartenleser haben. Das heißt also, wir müssen wieder nach so einer Tür gucken mit so einem Kartenleser. Ja. Aber hier ist einer. Ich finde ja schön, dass wir die Magnetkarte schon, ach du Scheiße, haben. Ja, durch einen dummen Zufall wahrscheinlich gefunden haben. Ich muss nah dran sein, ja. Das ist schön, dass du nah dran bist. Was alles so schwärzt, Alter. Die Arbeitnehmer erklären sich damit verstanden Körper und Geist, Post und Nutzung. Was? Wie bitte? Und zwar zu einem bestimmten Zweck, den der Arbeitgeber zugutekommt, ohne dass er rechtliche Möglichkeiten. Ach, schön, na, das ist ja ein Vertrag, den jeder unterschreiben sollte. Ganz ja. Großartig. Das ist ein Standardvertrag, den kriegt man. Ja, genau, richtig. So, muss ich jetzt an den Rechner ran hier? Kuchen, leckere Tränke, Spaß. Feiern Sie mit uns im Gemeinen, sei ein großes Fest. Wenn Sie Kuchen oder Tränke mitbringen können, lassen Sie mich wissen. Alice. Ja, ist mir egal, ob das der 36. Geburtstag ist. Ich kann nicht, will nicht. Lassen Sie mich in Ruhe. Möchte nicht. Jeden Mittwoch 16 bis 18 Uhr im Gemeinschaftsraum ab nächsten Montag mit Fear of Seashells bei Seashore. Wir laden sie alle ein. Alice und Jane. Vielleicht müssen wir einfach nochmal durch die weitere Tür. Meinst du? Ah, du gehst nie. Ich habe das verdammte Archiv gefunden. Gut, dass Soren kein sehr beliebter Name ist. Also, und da ist nachschauen. Theodor, ich habe das Band von 3667N in Ihrem Büro gelassen, wie Sie es verlangt haben. Da ich keinen Schlüssel für die Schreibtischschublade habe, habe ich es im Bücherregal gestellt. Du wirst es nicht vermissen. Ich hoffe, die hohen Tiere könnten das bald in Ordnung bringen. Achso, das war bloß jetzt der Zettel dran. 26. August 1979. Zoran Nathan Andrew. Beschreibung des Vortests. Ein 27-jähriger Mann, eingeschrieben in NIT, Bericht über Schlafschwierigkeiten und wiederkehrende Albträume. Er ist reizbar und hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, möglicherweise Schlafapnoe. Bericht über die Einnahme von Antihistaminika für den Schlaf. Begleitende Krankheit, Depression und paranoide Schizophrenie in der Familiengeschichte. Na, das ist ja super.
So, was stand da oben noch jetzt noch in der Ecke, Benny? Ja, wir müssen jetzt noch zu dem Bücherregal, wo der Typ da das da abgelegt hat. Finden, dieses Bändchen da. Was haben wir, wo haben wir irgendwo hier ein Bücherregal gesehen? Nee, aber bei dem Arzt. Also da, guck dir nochmal den Text an, der da vorne irgendwie dran lag. Genau, den da. Ich habe das Band 3667 in ihrem Büro gelassen. Von. Da ich keinen Schlüssel für ihre Schreibtischschule hatte, habe ich es in ihrem Bücherregal gestellt. Und das müssen wir halt finden. Weil das stand vorhin dann noch da, so von wegen, finden Sie das Tape im Bücherregal oder so. Ja, da oben links ist da auch gerade so ein Text noch aufgeploppt und den habe ich jetzt natürlich nicht gelesen irgendwie. Weil ja, das war ja das Ding mit dem Bücherregal. Das mit dem Text, was da aufgeploppt ist. Ja, weißt du gar nicht, wenn du auf Tab drückst, kannst du es nicht sehen? Kein Glück, jemand hat sie in das Büro dieses Hypnos-Typen gebracht. Ach, genau. Okay, gut. Ich dachte tatsächlich, dass wir jetzt auch eine Raumnummer oder irgendwas haben. Nein. So, Fahrstuhl würde ich lieber nicht benutzen. Sollte man noch nicht im Notfalle. Aber sind wir denn hier irgendwo reingekommen? Also in einer Tür waren wir ja drin, aber das war ja eher die Küche, oder? Ne, wir sind über Treppenhaus sind wir. Employee-Archiv. Guck mal, was haben wir denn hier? Schauen wir doch mal hier mal. Mitarbeiterarchiv. Na, ich sehe es nicht. Vielleicht sind hier die Dokumente woanders. Oh, 23.04.77. Silvia, diese Ergebnisse sind phänomenal. Wir haben nicht nur eine wichtige Entdeckung in der Behandlung von Schlaf- und Angststörungen gemacht, sondern auch eine Leap in der Bewusstseinsforschung. Dies beweist uns, dass Marks Theorien richtig waren, dass wir eine Aktivität, die stark genug ist, wiederherstellen und aufzeichnen können. Das ist ein karrierefördernder Schritt, Silvia. Wir sprechen hier von Ackless-Niveau. Machen Sie sich bereit zum Feiern. Es ist mir eine Ehre, Sie an meiner Seite zu haben. TH. Okay. Also scheinbar punchen die hier irgendwie mit dem Schlaf der Menschen rum irgendwie. Medikamentös oder durch irgendwas anderes. Okay. Warum ist denn die Mucke jetzt so stressig? Weiß ich nicht. Werden wir gleich verfolgt? Hallo? Ich sehe nicht. Man könnte meinen. Sollen wir jetzt... Ach Gott, nach oben geht's ja auch noch. Ja, es ist ja... Ja, weil... Weiß ich nicht. Komm mal ganz kurz oben. Oh nein, Alter. Wir müssen, glaube ich, Holzkümmel ist besser als Medikamente. Ja. Da schläft man auch schnell ein. Also wir müssen diesen Hypnotypen finden. Diesen Hypnotherapeuten. Naja, na. Okay, das ist jetzt nur die Frage, in welchem Büro ist er? Ja, Hypnos. Achso. Okay. Hypnos. 9.3.79. Lieber Professor Theodor Hypnos. Mr. McKinley hat Ihren Bericht über den Vorfall erhalten. Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass er die Nachricht nicht ruhig aufgenommen hat. Sagen wir einfach, na, es war nicht Sie, der fast von einer Vase getroffen wurde. Sir, Mr. McKinley ist sehr enttäuscht von der Leistung Ihres Teams. Es ist Monate her, dass unsere Wissenschaftler wesentliche Daten aus Ihrer Klinik erhalten haben und es ist Tage her, dass Sie den Hörer abgenommen haben, Sir. Der Vorstand hat beschlossen, das Morpheus Medical Center mit sofortiger Wirkung zu schließen. Bitte informieren Sie Ihre Mitarbeiter über diese Entwicklung. Sie werden alle in bezahlten Urlaub geschickt. Wir werden alles tun, um diesen Vorfall geheim zu halten. Es liegt an Ihnen, dafür zu sorgen, Sir. Was die Familie von Herrn Soren betrifft, so darf es keinen Kontakt zu ihr geben. Wenn ein lebender Verwandter von diesem Vorfall erfährt, wird Mr. McKinley nicht mehr in der Lage sein, Sie, Sir, und Ihr Lebenswerk zu schützen. Sie bestehen darauf, dass entweder Sie oder Dr. Zhu uns diesen Donnerstag um 14 Uhr in unser Büro in Chicago treffen. Herr McKinley wird eigens für dieses Treffen aus Melbourne einfliegen. Er hofft, dass er seine Zeit produktiv nutzen kann. Delfina Maria Torres, Jonathan McKinleys persönliche Assistentin. Ja, und wer hätte gedacht, es ist natürlich mal wieder schiefgegangen. Und hier haben wir ein Tape. Warum? Nichts Brauchbares. Wir haben da unten ein Tape, wo wir das einlegen können. Ja. What? Warum können wir das jetzt? Egal, hier ist es doch eigentlich, oder? Also... Sie haben eine Schachtel mit Dokumenten. Ich habe gefunden, was ich wollte. Es gibt ein paar Dokumente und eine VHS-Kassette. Ich könnte mir das Band auf dem... Ja. Ja. Okay. Wollen wir hier nochmal gucken? Ja, hier ist zu. Gut, dann nehmen wir mal wieder runter.
Ja, als ob uns da jetzt nicht irgendwas Böses erwartet, aber ja, gut, wir gehen mal unten. Ich wollte gerade sagen, also das wird auf jeden Fall nicht so lange so safe bleiben, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Also sorry, wenn es manchmal so ein bisschen schlenkert, aber die ist halt auch sehr sensibel eingestellt, die Maus. Das Gute ist, dass es gleich hier war, stimmt. So, sie haben Videoband benutzt. Na dann. Ah, ja, in der Demo war es ja auch tatsächlich so, dass irgendwie verschiedene Tapes relevant waren, irgendwie. Okay. Aber die Frage ist, was passiert? Auf Fluchtmodus eingestellt, absolut, Black Snake, absolut. Telefon klingelt. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Hatten Sie einen Unfall? Ich muss Hilfe finden. Ich muss wissen, was hier los ist. Und ich bin der Meinung, so war die Demo. Hier ging die Demo los. Ich kann mich nicht erinnern, niemals durch diese Gegend gefahren zu sein. Scheiße, ich kann mich nicht einmal daran erinnern, heute in mein Alter, wie schnell soll man denn hier lesen? Kannst du dich jetzt daran erinnern, Benny, an die Demo? Noch nicht ganz, aber kommt mir bekannt vor. So, hier vorne war nämlich ein Auto, genau. Ah, ja, das sagt mir schon eher was. So, und hier sind natürlich wieder die ekelhaften Mannequins. Ein gewöhnlicher Kanister. Ich glaube, da ist noch etwas Treibstoff drin. Na, darf ich mal kurz? So, okay, dann müssen wir anscheinend erstmal hier hin. Darf ich die mal haben, bitte? Da, Entschuldigung. Ah, es fühlt sich seltsam, wenn ich dieses Telefon ansehe. Ich sollte mich von ihm fernhalten. Okay, dann macht das. So, wir haben die Brechstange. Damit dürften wir jetzt durch die Tür, glaube ich, kommen. Durch welche Tür? Durch die rote hier vorne. Also ich gehe mal von aus, wo jetzt plötzlich er hier steht. Ah, okay. Ah, tiki, 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 tiki. Was? So, und hier werden wir jetzt Benzin brauchen. Also sorry, es ist tatsächlich exakt wie in der Demo. Nur, dass sie jetzt flüssiger läuft aufgrund der neuen Hardware bei mir. Wir spielen jetzt auch nicht mehr, glaube ich, den ersten Charakter. Das ist so ein... Ja, wir sind jetzt quasi in dem... Im Tape. Videoband, genau. Was machst du denn da? Lach nicht, Alter. Was würdest du jetzt machen? Drückst du, wenn das Ding da drin ist? Ja, ich würde gucken, dass wenn der Punkt da drin ist... Also, ne? Ja, ne, so wart aber nicht am Anfang. Da! Hey! Was war das? Ich weiß nicht. ein Mannequin. Eine Hand. Also vom Mannequin. Oh, erstmal einen Sprit dran kippen. Nathan Soren. Okay, also wir spielen jetzt quasi unseren Bruder. Ah, da bin ich schon in der Demo heute mich schon drüber aufgeregt über die Klaviatur. Sieht doch originalgetreu aus. Ja, so, genau, wie richtig. Klavier aussehen muss. Nicht. Aber gut, meckern wir nicht rum irgendwie. Ich hab mir ja schon mal drüber aufgeregt. Was will man da jetzt mehrmals drüber meckern? So, okay. Grundsätzlich, die Grafik ist ziemlich geil. Und die Atmosphäre ist auch ziemlich cool. Ja, bis auf, also ich weiß nicht, werden die Texte und die Walkie-Talkie-Sprüche eigentlich überhaupt vorgelesen? Weil ich höre nie was. Was? Also wo der immer in seinem Walkie-Talkie gesprochen hat und die Rückmeldung da und sonstiges, ich habe da nie irgendwie Stimmen gehört. Also hörst du da welche? Ich höre da nichts. Jeder weiß, was zu hören. Und nochmal ein Sammlerstück gefunden. Okay. Aber den restlichen Sound hörst du, ja?
Also ich höre dieses Aufmachen, ja, und ich habe auch das Surren gehört gerade, den Namen. Hörst du das? Oh! Hörst du das Klicken von der Tür, wenn die offen zugeht? Ja. Na, dann hörst du auch alles. Okay. Ah, oh, schön, schön, schön. Also wenn er das jetzt vorgelesen hat, das habe ich zum Beispiel nicht gehört. Nee, er liest das nicht vor. Okay. So, mit F. Taschenlampe, wunderbar. Taschenlampe immer gut. Ich weiß nicht, was es ist und ich will es auch nicht ansehen. Ja, das kann ich verstehen. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz in das Zimmer zurück. Oh, oh, das war aber mies. Alles klar, okay, cool. Du hast Smalkey benutzt. Kannst du dich noch daran erinnern, Benny? Nee. Wirklich gar nicht. Wie? Wake up. Wake up before you go. Nathan, wake up, Nathan. Please. Okay. Wow. Okay, so. Oh, das war anders. Alles klar. Okay, der Jumpscare war in der Demo anders. Schön. Haben wir jetzt irgendwas gefunden hier? Also da steht noch irgendwas an der Wand, aber... Do you hear me? Mal den Stethoskop mopsen? So, können wir jetzt mal... Mannequins. Ist klar. Der Aufzug hat sich geöffnet. Also, es ist tatsächlich relativ gleich zur Demo. Ich verpasst. Ja, Jojo, wir sind mit Signalis durch. Spielen jetzt gerade The Anthology of Fear. Bum. Genau wie beim letzten Mal blieb der Aufzug stehen, wo er wollte. Jemand muss hier sein. Das ist eine Art Wartezimmer. Find me. Leider habe ich deinen Computer noch nicht repariert. Enter, Numpad funktionieren aber noch. Bis bald, Rob. Dieses Modell kommt mir sehr bekannt vor. Ich sollte durchlaufen lassen und versuchen, etwas zu finden. Ja, mach mal ein anderes Ding. Enter. Das System starten. Ja, dann drück doch mal nochmal Enter. Ne, warte mal. Geht ja nur über die Nummernpads. Dann starten wir mal das System. Morpheus 64. Schön. Ah, schöne C64 Nummer. Und? Wie kann ich Ihnen helfen? Wer sind Sie? Wo bin ich hier? Was? Wer sind Sie? Fehlercode 404. Was kann ich für Sie tun? Wer sind Sie? Achso. Mein Name ist Max. Morpheus, Autonom Wissenssystem. Meine Hauptaufgabe ist es, zu helfen. Was kann ich für dich tun? Können Sie mir helfen? Ich habe mehrere Optionen für mögliche Hilfe gefunden. Lassen Sie mich diese analysieren. Möchten Sie fortfahren? Weiter. Ich habe die beste Lösung gefunden. Finde Jericho. Viel gelernt. Weiß nur, dass... Was? Mann, Alter, warum sind denn diese Texte immer so dermaßen schnell durch? Ja, aber ich bin mir nicht sicher, was es ist. Mir bleibt nichts anderes übrig, als weiterzugehen.
Okay. Ja, aber wo? Also, wir müssen ja wieder in den Fahrstuhl zurück. Meinst du? Ja, wir haben ja keine andere Möglichkeit, wirklich, ne? Es gibt keine Knöpfe, ich weiß nicht, wo man sie öffnet. Na dann. Also wenn wir jetzt wirklich extrem rapide unter Schlafmangel leiden, irgendwie kann es natürlich auch sein, dass wir jetzt hier einfach so ein wie in so einem Fiebertraum unterwegs sind und einfach nicht wissen, was wir jetzt hier tun. Okay, jetzt weiß ich nicht. Wo wir vorhin waren? Hier kommen wir doch eigentlich her, oder? Wenn ich jetzt hier reingehe, kannst du nichts machen. Kann ich auch nichts machen. Kannst du nichts machen. Identisch aus. Ah, okay. Okay, wir sind jetzt an einem größeren Komplex. Hm, an der Wand war eine Figur. An der Wand? Hinter dir, ja, hinter dir. Ja! Oh! Oh, sieht ja fies aus, Alter. Dass du die nicht gesehen hast. Ne, halt nicht gesehen. Wollte ich auch nicht sehen. Kannst du mal auch meinen Stuhl abzustellen, absolut. Na dann. Oh, was ist das? Eine Richtschnur. Eine Lotschnur. Sollten wir vielleicht einfach den Stuhl hier davor stehen lassen? So wie festgekeilt. Okay. So ein schönes Bein. Oh, tauch so. Schön hier. Alter, sieht das aus. Sieht das aus. Das ist der neue Happy Place. Ja, das ist halt shabby chic ist das hier. Da mache ich nächstes Mal Urlaub. Nicht. Ich war schneller. So, schön. Boah, pfui, Alter. Sag mal, warum sieht denn das hier so aus? Kassette verwendet. Was hören wir hier? Weiß ich nicht. Ist der Telefon klingeln hier drin? Auf der Kassette? Wahrscheinlich. Ist ja überhaupt ja nicht stressig. Mann, 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 Mann. Alter, ist der Duster. Ist der Duster. Oh. Okay, da mal hin und sag. Möchte ich eigentlich nicht. Möchte ich eigentlich wirklich nicht. Und es ist so düster. Ah, ein schönes Chesterfield-Sofa. Kerzen. Wer stellt denn da Kerzen drin? Bitte bewegt. Ja, das denke ich auch, dass hier jemand mit dir ist. Oh, jetzt wird's schon wirklich unangenehm jetzt. Ah, das war die Küche, wa? Ja. Okay. Gut, ist. Geh doch ran! Hä? What? Hat sich verändert. Es ist wieder normal. Ich raff's nicht, was will das Spiel von mir? Ich fühle mich nicht gut, wenn ich es ansehe. Ja, das ist. Was? Jenga! Okay, wir haben hier Strom. What?
Sollen wir jetzt wieder zum Fahrstuhl? Ja, ich... Wenn der noch da wäre, was noch nicht mehr ist. Dann ja. Ist ja ganz schau. Ganz, ganz schau. Ja, Mutti, ich begrüße dich nach deinem Blumengießen, dass du jetzt das Spiel in voller Größe gucken kannst. Viel Spaß dabei. What? What? Oh Gott. Ach du Scheiße. Was geht im Schrank? Ha! Mmh, oh nicht, warum spiel ich schon mehr diese Mannequin-Sachen hier? Du hast das Spiel rausgesucht, ich hätte jetzt gesagt... Ja, hör dich aber auch nicht, nee, lass mal, ich spiele. Nee. Ha! Bedecken Sie sich, Dr. Brinkmann. Guck mal, da... Kannst du jetzt wieder, gibt's jetzt wieder einen Fahrstuhl da auf der anderen Seite? Nee, andere Richtung, da so? Ja? Ich weiß nicht. Ja. Ah! Oh, Alter, fieses Ding. Nee. Ich muss von hier verschwinden. Kann ich jetzt nicht einfach sagen? Mach. Es geht doch einfach mit dem Fahrstuhl. Verpiss dich. Irgendwas, keine Ahnung. Versuchen wir zur Ausgangstür zu kommen. Oh, der war fies, Alter, der war fies. Oh. Ja, genau wegen sowas. Genau. Ja. Na, ist mir egal. Soll sich Hausmeister drum kümmern? Ja, ist mir wurscht. Warum? Oh, da war doch die. Du musst doch. Oh. Da ist mir aber nicht wohl bei. Ist gar nicht so unangenehm. Good morning, Mr. Sword. How are you feeling? Beschissen. I'm okay. Just a little stressed. Ich kenne diesen Ort, ich war hier zumindest an dem Ort, der in seiner Aussage. Ich finde mich sicher. Willkommen zurück. Nathan? Ist das unser Bruder? Das ist dein Name. Du hast mir diese Information gegeben. Was steht da noch? Hilf mir. Ich konnte eine zusätzliche Form der Hilfe finden. Willst du weitermachen? Ja, bitte. Ich habe die Anwesenheit eines anderen Benutzers festgestellt. Ich kann sie verbinden. Ein anderer Benutzer? Oder wollen wir verbinden ihn? Komm, wir verbinden. Hallo. So bizarre LAN-Part. Nein, es klopft. What? Nein. Möchte ich nicht. Die Mucke muss so einsetzen, ist ja geil. Das war ja freaky. Nathan, bist du da? Wer sind sie? Nicht jetzt. Hören Sie mir zu. Du musst von hier verschwinden. Kennen Sie mich? Na, ob Sie mich kennen, ist mir total wurscht. Wer sind Sie? Mann. Also, ja. Macht er nicht. Haben wir schon. Hm. Natürlich kenne ich dich, Nathan. Wir sind uns schon einmal begegnet. Wir haben keine Zeit für sowas. Was ist Jericho? Das ist eine Serie. Woher wissen Sie von Jericho? Sie sind bereits vor den Toren. Bitte gehen Sie nicht hinein. Bitte. Ich glaube, du bist durch Zufall hier gelandet. Es muss ein Fehler gewesen sein. Erinnern Sie sich, wie Sie hergekommen sind? Nope. Nathan, ich flehe dich an. Du musst dich an etwas erinnern. Menschen landen nicht ohne Grund hier drin. Ich bin hier aufgewacht in meinem Auto. Ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Was soll man nehmen, Benny? Ich würde sagen, kann mich nicht entscheiden, wieso aufgewacht in unserem Auto. Hattest du dein Auto an?
einen Autounfall? Das würde eine Menge erklären. Wohin soll ich jetzt gehen? Alter. So, auf die unterste Ebene. Okay. Erzähl mir mehr. Ich würde sagen, er erzählt nicht mehr, oder? Doch. Der mit uns hat den Chat verlassen, okay. Okay, ab in den Aufzug. Ich verstehe tatsächlich nicht, dass wir immer wieder hier in diesem hier landen, irgendwie. Vielleicht landen wir jetzt da draußen. Das wäre schön, das würde ich begrüßen. Das würde ich gut finden. You're lucky to be a part in this program. We will provide you with the best care. There's no need for stress. Weiß ich nicht. Ja, okay. Ich habe das Gefühl, dass ich von der Suche näher komme. Ich weiß nicht, wie ich sie drin finden werde. Es ist mir egal, sondern dass sie mich herausbringen. Okay, Kitchen. Impossible. Ich nehme mal Kassette. Du mach mal dein Ding hier. Ich geh mal weg. Ich geht. So. Oh, jetzt sag mal. Oh, unangenehm. Unangenehm. Wirklich unangenehm. Tote Männer liegen auf dem Müll. Wie viele Tote sind hier, um bestraft zu werden? So viele Menschen und sogar Kinder unter ihnen. Alle wollten diese goldenen Edelsteine probieren. Einige von ihnen sind tot, einige liegen im Sterben. Andere liegen in der Grube und weinen leise. Trotz seines jungen Alters war er ein Verrückter. Er fügte den Drogen Quecksilber zu. Unsere tapfer Michael. Jetzt ist er auch tot, mit der Spritze in der Hand. Warum das alles passiert ist, wird niemand verstehen. Hä? Was? Warum? Was? Very well. We can move forward. Man erschreckt sich auch ein bisschen mal, wenn es auf immer so stark losrauscht. Ja. Nope. Nope. Auf gar keinen Fall. Ihr macht hier eine Party? Schön für euch. Was? Hoffen wir, dass sie nicht bald umziehen? Was? Was? So, also ich wäre bereit, jetzt einfach das Haus zu verlassen. Würde ich gut finden. Was? Ja! Tote Männer, die an einem Baum baumeln. Wie viele tote Männer kannst du sehen? Sein Sohn sah alles und seine Wut war nicht klein. Seine Frau, die auf der rechten Seite hing, legte sich letzte Nacht einen Strick um den Hals. Gleich danach hing auch der Sohn wie ein Hut. Schließlich, als sich sein Schicksal vollendete, ging auch Jason in den toten Zustand. Über kein guter Ehemann war er. Aber er konnte sicher bis 3 zählen. Was? Was? Ist ja wenigstens etwas. Hat sich hier irgendwie der Schreiberling irgendwie den Kopf angestoßen oder was? Was soll das? Das ist. Ist halt eine Grundvoraussetzung, ne? Dass er sicher bis 3 zählen kann, ist besser als wenn er es nicht kann. Yeah, guck ihn dir an. Na? Hello. Taschen.
So, ich kann. Oh Gott, da sind ja zwei. So, ich will mir ein paar Toffel hier mitnehmen, irgendwie, und ein paar Handtücher, ein paar frische. So, okay. Oh. Okay, und da hing er auch. Oh nein. Wozu? Aha. Nee, ist klar. David Lysier. Ich glaube, hier fehlt etwas, aber ich habe nichts, was passt. Muss ich jetzt noch ein paar Billardkugeln hinlegen oder was? Hm. Ach du Schande, ey. Oh! Sorry, Alter, das hat mich jetzt mal richtig kalt erwischt. Oh, das ist fies, ey. Hier, muss ich meinen Kopf nehmen? Nee. Alter. Also schon klar, bezieht sich jetzt irgendwie so ein bisschen auf das Gedicht, was wir jetzt gerade gehört haben. Aber, Michael Leis hier. Was? Nein, sollen wir jetzt irgendwie den Kopf hinhängen? Ach Gott, okay, wir sollen wahrscheinlich... Oh nein, warte mal. Nee. Du kannst ihn ja nicht mitnehmen. Jetzt sieht sie aber auch nicht aus wie ein Michael irgendwie. Okay, also wir müssen irgendwas finden, was wir denn da reinlegen. Mhm. Was haben wir denn hier? Sie haben die Hasenstatue. Okay, wozu auch immer die Hasenstatue ist. Michael ist hier. Oh, sie haben... Und wir können sie auf jeden Fall mitnehmen. Alles klar. Also, die gilt es irgendwo einzusetzen. Alter, was ist denn... Warum hakt das jetzt in allen Räumen? Messer. Oh, wie sie noch guckt. Oh. Oh, das ist unangenehm. Das ist mir unangenehm. Ich geh raus. So, wir sind in so einem Loop die ganze Zeit. Ich will nicht mehr. Nee, selbst die Kinder. Oh, bitte nicht, Alter. Oh. Oh, sie verfolgen uns. Die Augen verfolgen uns. Oh, nee. Oh. Das sieht schon echt aus. So, wir haben jetzt überall diese Kisten mit... Ah, oh, hier ist der nächste Hase. Hm? Oh. Mann. Ey, ich habe auch diese beknackten Schaufensterfiguren hier. Ich verstehe nicht, warum ich sowas spielen muss. Ja, ja. So, okay, wir haben zwei Hasis. Ja, hier vorne war lag hier noch was, irgendwas. Ach, hier auf der Ecke. So, na, dann könnten wir. Achso, warte mal. Ich würde mal ins erste Zimmer gehen und da mal damit anfangen, weil ich glaube, dass wir tatsächlich in alle. In allen Zimmern das machen müssen. Okay, ja, dann ist David das mit dem Messer, Michael das mit der Spritze und der übrig bleibt, ist Jason mit dem Hängen. So, in der Theorie wäre jetzt Hängen eigentlich David. Nee, nicht David, okay. Jason. Jason. So. Das mit dem Messer wäre David. Der hat ja ein Messer da drin, ne? Richtig, genau. Das ist keine Spritze. Dann war das letzte anscheinend... Wenn das eine Spritze war in der Hand, dann war das... Michael. Ja. Ja, ich glaube, ich habe unten etwas gehört. Ja, da gehen wir... Geh doch aber nicht hin! Also, ja, die hatten vorhin schon. Sind immer noch da. Ja. Yeah. Gut, dann nehmen wir mal nach unten. Wie schön. Ich freue mich. Ah. Also, da war Kinderlachen. Mhm. Also, nein. Also, mach das nicht. Ey, was soll ich machen? Kann ich hier nicht auf ewig hier irgendwie auf die Flut rumeiern? Oh, oh Gott. Ja, geh mal, Fahrstuhl. Scheiß drauf, Fahrstuhl.
Gucci, 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 ist mir egal. Ja, nein, ja, warum? Entweder habe ich extremes Pech. Und Taschenlampe. Doch. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Benny. Ja, was stand denn da gerade im Text mit Pech und Schwefel? Entweder habe ich extremes Pech oder irgendwas will nicht, dass ich diesen Ort verlasse. Ich habe schon genug von diesen Gängen gesehen, aber ich muss zurückkehren und den Strom wieder einschalten. Aha. Frage ist, wo kann ich denn jetzt hier den verdammten Strom einschalten? Ich will gar nicht wissen, was du da machst. Ah, und hier geht's nochmal. Ah. Was zum Teufel ist denn hier los? So, schön, jetzt nochmal weiter runter in die Nacht, du Schande. No grow, no heart. Oh, bitte nicht. You found Jericho. Okay, wir haben Jericho gefunden. Das ist, ich weiß nicht, ob das schön ist. Und hier ist noch so ein Hase. Oh, ein Zertifikat von Dr. Theodor Hypnos. Nathan Lies hier. Was ist das denn? Ist das so, was? Ist das so ein Auto-Injektor oder was? Sieht mir sehr futuristisch aus. Kassette 3 wurde benutzt. Hm. Jedes Mal. Hello, you've reached Morpheus Medical Clinic. How can I help you? Schön. Schön. Ja, gehen wir doch einfach wieder raus. Ist doch schön. Schön. Soll ich jetzt irgendwie dieser Baby-schreienden Masse irgendwas jetzt injizieren? Na, erstmal suchen wir den Stromkasten. Na, na. Oh Gott. Ich würde sagen, da geht's lang, aber okay. Na toll. Na toll. Ja? Gott. Muss ich hier noch irgendwo hin? Eigentlich nicht, weil die Hasen lasse ich jetzt alle da, wo sie sind. Ja. Was? Was ist denn da vorne? Kann ich abdrücken? Irgendwas blockiert. Ich weiß nicht, was jetzt hier gerade passiert ist. Wir haben irgendwas erschossen. Ich weiß nicht, was und ich weiß nicht, wie. So, das sieht nach Sicherungskasten aus. Was? 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 Was ist denn für ein Spiel? Okay. Haben wir jetzt alles wieder angemacht oder müssen wir jetzt noch in die anderen Räume? Das hat sich halt nicht geändert, ne? Und wie sagt er? Da ist jetzt noch ein Sicherungskasten. Ja. So, jetzt müssen wir erstmal 200 Sicherungskästen finden. Das ist gar kein Problem. Naja, erstmal, Mann. Unangenehm. Schieß auf ihn! Du schießt doch! Also man kann jetzt nicht sagen, dass ihn das Spiel irgendwie an die Hand nimmt und... Ja, es wird Zeit, es wird schon die ganze Zeit Zeit, dass wir von hier verschwinden. Ist mir gelungen, Strom, ja, jetzt bin ich sicher, so der Aufzug. Okay, alles klar, der Aufzug.
Okay, wo ist er? Wo ist er? Hinter uns? Er ist hinter uns. Ja, I'm running! I'm running! Ne? Na, was denn nun? Was denn? Oh Gott, Alter, oh Gott! Oh! I see. It's just that... It's all new to me. It's understandable. You're one of the first to participate. But please, try to relax. Any questions? Any questions? Try to relax. Wenn ich jetzt wieder hier in dem Zimmer bin. Alter! Was ist denn? Fahren wir immer nur Flurzimmer, Flurzimmer, Flurzimmer? Was ist das? Also ich finde so, das mit dem Computer streckt das alles so ganz schön dolle irgendwie. Dreist so aus der Atmo raus, finde ich. Ja, wir kommen zurück. Sie haben gehofft, mich zu sehen. Nein. Nein, will ich nicht. So, wie meinen Sie das? Haben Sie Hilfe gefunden? Tritt dem Chat bei. Na dann. Willkommen im Chat bei Benny und Steve. Ich bin hier. Kannst du mir helfen? Can you help me? Sie haben Glück, dass Sie so weit gekommen sind. Ich fürchte, ich weiß nicht, warum du hier bist. Ich weiß, wie du hier rauskommst. Haben Sie Angst? Sagen Sie mir wie, bitte. Ich weiß schon genug. Der Aufzug wird dich nach draußen bringen. Seien Sie vorsichtig. Sie können dort auf Schwierigkeiten stoßen. Ah, wie geht es weiter? Wenn Sie draußen sind, müssen Sie die Hörer abnehmen. Egal was passiert, Sie müssen es abnehmen. So, nur so kann ich Ihnen helfen. Alles klar. Ist das alles? Der Nutzer hat den Chat verlassen. Noch was? Viel Glück für die Schnattern. Wir sehen uns bald wieder. Nein. Ja, das hoffe ich jetzt auch langsam. Also, Auszug raus und Ende und so. Naja, das Schlimme ist an der Sache, bis auf den Anfang im Krankenhaus ist das jetzt so von den Örtlichkeiten exakt die Demo. Okay. Also jetzt nicht vom Ablauf her und nicht von den Jumpscares, aber... jetzt quasi irgendwie diese ständig ablaufen etc. Da. Ist das jetzt eine Art Therapie und wir hatten damals keine Waffe. Oh, wir sind wirklich draußen. Nice, der Fremde hat nicht gelogen. Ich bin tatsächlich draußen. Er sagt, wir sollen den Hörer abnehmen. Wo? Ja gut. Oh, es klingt nicht richtig. Rosa, ich sehe ihn nicht. Er darf nicht zu nah rankommen. Da vorne hast du den Hörer. Nimm ihn ab! Okay, was denn nun? Was? Einen kleinen Nackenschlag kriegst du. Und wir haben nicht das Telefon abgenommen. Whose phone is this? Turn it on, for fuck's sake. Right now. We're losing him. Oh my god. Alex, turn off that fucking phone.
Okay, war das jetzt Nathans Nahtoderfahrung oder was sollte das darstellen? Jesus fucking Christ. What have we done? Todes- oder Fahrlässigkeit des behandelnden Arztes. Signalstörung aufgrund eines eingehenden Telefonanrufs. Oh, das ist aber mies. So, wir haben unser Beweis und jetzt können wir eigentlich auch gehen. Das Band scheint surreal. Es ist unmöglich, von Ärzten davon besessen zu sein. Ich habe noch die Dokumente zu... Was? Ich habe noch die Dokumente zu gehen durch. Was? Ist denn auf dem Band von Alice Hill erwähnt dieselbe Person, dass Nathans Papiere unterschrieben hat? Ich habe eine Tür zum Mitarbeiterarchiv gesehen. Vielleicht finde ich dort etwas. Okay, das Mitarbeiterarchiv. Ganz oben war das, oder? Employee, guck mal da. So, ich muss etwas finden. Aber zu wem? Also zu was? Zu bei Hill würde ich jetzt mal kurz gucken. Benny Hill. eine Karte. Hier, guck mal. Eine weitere Kiste mit Dokumenten, ein weiteres Band, diesmal von Alice. Aha. Also, nächste Traumapatientin. Was ist denn jetzt los? Verdammte Alarmanlage. Wenn ich das zweite Mal sehe, muss ich den Strom wieder einschalten. Ich dachte, du kommst da nicht rein, deswegen dachte ich das. So, haben wir uns jetzt wieder ein bisschen beruhigt hier. Es funktioniert. Ja. Ja, schön. Schön für dich. Was hat das zu bedeuten? Jetzt macht das wieder. Ja, dass wir wahrscheinlich nicht mehr alleine da sind. Strom ist eingeschaltet. So, dann gucken wir uns mal das nächste tolle Tape an. Ich finde es auch schön, dass wir uns das Tape angucken, wie wir das Tape wechseln. Ja, ne? Okay. It's magic. Mami? Oh, ist aber schön. Hier bleib ich. Eins der Bücher, die Jane empfohlen hat. Es ist ganz okay, denke ich. Ich habe einen seltsamen Traum. Ich erinnere mich nicht an viel, aber es hat mit Jason zu tun. Ich glaube, er ist schon vielleicht schon weg. Zeit für das Frühstück. Und mich würde mal interessieren, ob wir jetzt diesen klassischen Häuseraufbau wie immer haben. Hier ein Badezimmer hinter. Wahrscheinlich wird hier ein Badezimmer sein. Der Flur hier vorne. Vor der Tür. Schön. Wie immer. Vampir. Lars. Nee, Labs. Schön. Achso. Ja, Morgenroutine muss sein. Dann gehen wir mal raus. Und ich bin gespannt, ob wir jetzt hier diesen länglichen Flur mit dem Treppenhaus haben. Na, ah, bisschen anders. Bisschen anders tatsächlich. Was? Nee, wieso? Na, normalerweise wäre quasi hier der Gang, hier das Treppenhaus. Hier eine Tür und ein Gang nach hier. Ich kenne das, dass das Kinderzimmer ist von einem anderen Spiel. Na, das müsste... oh Gott, was ist denn das? Weil wir sind nach da hinten gegangen, da war die Mutti, die denn da drinnen saß. Ne, ich hab... Genau, das gibt zwei. Immer gibt's das, was ich meine, und dann das, was du jetzt meinst. Und zwar war das bei... war das bei Summer? Oder bei Find Yourself, wa? Ja, irgendwo, also eins von denen war es auf jeden Fall. Stopp! Zieht euch mal rein, nach dem Video hier. Oh, was wird denn hier schön mitgespielt? Emily liebt es, wenn sie nicht so eifrig zeichnen würde, sitzt sie den ganzen Tag vor dem Fernseher. Ja, schön. Ja. Sieht auch ein bisschen aus wie bei Dämonologist.
Und nach links ging es dann nochmal ins weitere Badezimmer und nach ganz links ging es dann runter in den Keller. Du hast den Sammelstück aufgehoben, okay. Ah, schön. Ah, auch keine Finger diesmal. So, ja, tatsächlich wird halt auch immer meistens auf die gleiche Architektur zurückgegriffen, irgendwie. Von den Programmierern. Irgendwie auf jeden Fall von Clay Indie Games. Und in dem Haus waren wir schon öfters. Ja, definitiv. Gold Bullet. Schöne. Oh. Ja, Jason ist schon zur Arbeit gegangen. Er hat mir nicht gesagt, dass er früh arbeiten muss. Emily ist wach. Ich muss mich um das Frühstück kümmern. Dann machen wir das doch mal. Na, Emmy? Alles gut? Hier ist mein kleiner Schelm. So, denn Brot. Kühlschrank. Das Zeug muss aufgewärmt werden. Klassiker für heute. Toast mit Spiegelei. Ich bin sicher, ich habe alles, was ich brauche. Sie haben Frühstück. Die Frühstück. So, ist. Thanks. It looks delicious. Ja, ist es. Hol die Farben aus Emilys Zimmer. Ach Gott. Rette Emily. Na, das ist ja toll. Emily ist weg. I'm sorry, Alice. I was trying to change. To get help. I was trying to love both of you. Trying to find a meaning to all of this. But I can't. Nobody would hear my pleas. She's just a child. I don't want her to think that it was her fault. Tell her it's not. Tell her daddy will always be with her. I saw you suffering with me. Fading away as you were losing your husband. I don't want her growing up suffering too. I want a better future for you. Knew you would never let me go. I want you to remember. It's not because of you. You did everything you could. I'm too tired. Mommy? What happened? Oh Gott! Oh. Na, wer weiß nicht, wer unser Lieblingsaufzug ist. Okay, ist die Kleine jetzt entführt worden, ja, oder was? Wenn ich jetzt wieder... Okay. Okay. Ja, das ist ja super. Dann schauen wir uns hier mal um. Okay, scheinbar müssen wir hier jetzt ein paar Bauklötzer hinstellen. Okay, dann lass uns mal ein paar Bauklötzer suchen. Okay. Ist so witzig, wie hier alles so vor sich hinschwebt. Schön hier. Und einem weiteren Spielzeug. Ach du Schande. Blocki von. Was? Er zwinkert. Ja, ne? Mommy, look at that white bunny. It's shiny. Schön. Schön. Mist, Kerl. So, einer fehlt noch. Was wir jetzt als nächstes tun sollen. Ah, okay. So. Ich würde eigentlich sagen, wenn wir es sortieren könnten... Ja, können wir. Sollte da Emily stehen. Emily.
Nice. Hallo? Emily? Mir da so ein Schatten, ich weiß auch nicht. Es sieht nicht gut aus. Und der ist weg. Ich guck erstmal, ob die Tür aufgeht. Nein. Sie geht natürlich nicht auf. Das ist ja schön hier. Das kenne ich auch irgendwoher, aber ich weiß nicht mehr woher. Diese Raupen oder was? Ja. Die haben auch ganz komisch geguckt immer so. War immer nicht ganz so. Das war, ja, eklig. Wow, why did you leave me? Okay. Okay, cool, cool. Mhm, okay. Ja, Ja. So, bin ich dagegen. Da bin ich einfach dagegen. Ich geh ins Bett. Das kommt mir hart bekannt vor, ich weiß nicht warum. Do you remember, Alice? What happened to Emily? Do you remember, Alice? What happened to Emily? So, lass mich raten, was sollen wir hier finden? Fotos oder was? Irgendwo viereckig. Können wir den Fotoapparat jetzt von vorne mitnehmen? Ah, Emily spielt gerne. Ich muss Emily spielen. Aha. Okay. Es ist noch nicht an der Zeit, ne? Ist aber schön. Muss das so? Okay, die Kerzen gehen weiter an. Warte mal, hier hinten waren auch noch Kerzen. Ich mach die mal auch noch mit. Nee, macht's ja nicht. Ist noch nicht Zeit, da hinzugehen? Nee, ist scheinbar nicht. Alles gut? Hallo? Do you remember? Was wird mich denn jetzt hier erinnern? An das letzte Atari-Spiel oder so. Wie konntest du uns verlassen? Once upon a time there was a little girl. Emily was her name. With her brushes she would swirl. Painting was her world, art always in her mind. She loved animals big and small, no matter of what kind. One day a big storm came and a scary thunder roared. Gladly her best friend was there so she could be her ward. And so our girl wouldn't be scared, the friend invited her to play. And with that little help, the fear of thunder went away. Then, a loud rumble was heard, everything went blank around. Screaming was loud in the house, and then a crying sound. But this time it wasn't her crying. Aha. Warum liebst du mich nicht? Warum zum Teufel hast du sie verlassen? Wie soll ich das einem Kind erklären? What? Do you remember? Oh, nee. Oh, sie haben die Zeichnung. Okay, wir müssen die Zeichnung anscheinend finden.
Okay, wir sollen jetzt. Also wir. Jetzt zwinkern die auch wirklich. Ja, ja. Die haben die Zeichnung. Wir haben 4 Stück, ich würde sagen. War das die Demo, die ich eventuell selber gespielt habe? Ich weiß es nicht. Nee. Und zwar, die, in der Demo war das durchmischt und ein Teil davon war auch ebenfalls mit bei. Okay, wir haben Lichtschalter daneben. Ja, so, das war doch also, falsch angeordnet oder so. Ja, ja. Sie hat gemalt, dann hat sie blitzt, dann war das und so. Der Schatten! Great. You remember your child. Am I supposed to congratulate you? Now tell me, Alice. Do you remember me? Nee, an sich könnte ich mich erinnern. Remember that day? You confused. I guess not then. The sun had just set. The storm got too quiet. And then he saw me. It was your fault. And it was her fault, too. You both made me do this. Remember? So, mal schauen, vielleicht können wir jetzt in die andere Tür rein. Taschenlampe rücken. Ja, ist aber ganz schön dunkel. Huh. Tja, ich. Was soll ich machen? Ich hab keine Taschenlampe, ich kann nur geradeaus laufen, das ist der einzige Weg. Das war ja mal ein heftiger Flashback. Ein echtes Kunstwerk. Das Ganze durcheinander war's wert. I'm hiding first. Go to the bathroom and don't peek. Emily will Verstecken spielen. Okay. Zeit zu zählen. 1, 2, 3, Nicht jetzt. Es ist vorbei. 10, 11, 12. Okay, Zeit zu suchen. Na, mit diesem neuesten Meisterwerk. Grundsätzlich finde ich das sehr schön, ne? Die Melodie ist schön, so alles ist irgendwie sehr, sehr nett jetzt gerade, aber ich weiß tatsächlich nicht, ob das jetzt was wirklich für den Flow des Spiels macht irgendwie. Jetzt wird wieder gesagt, sie ist oben. Nein. Wer atmet da so schwer? Emmy. Oh.
Stupid Alice, that is not how it really was. Oh! Okay, das ist ja toll. Are you fucking stupid, Alice? Immer wieder dieser Aufzug. Na, ist ja toll. Bunny braucht seine Augen. Wunderbar. Schön. Sie haben die Löffel. Ja, ich habe eine böse Vermutung, was wir da unten ist. Und ich hoffe nicht. Wer ist er, Alter? Sieht so aus, als hätte jemand schon seine Augen genommen. Ach, schön, bekommen. Keine Sorge. Das ist... Was? Was? Oh Gott, Alter. Oh, bin ich doch. Ah, du hast Human Eyes aufgelesen. Sehr schön. So wichtig, dass es Human Eyes sind. Sammlerstück. Schön. Ganz toll. Ganz großes Kind. Ja, dann würden wir die mal einfach ins Bunny mal reindrücken. Pfui, Alter. Schön. Ja, jetzt kannst du bestimmt die Tür öffnen oder so. Ja, noch nicht. Keine Zähne mehr. Du musst noch ein paar Zähne holen. Was? Und wir haben die Kneifzange aufgenommen, Ben. Wir haben die Kneifzange. Nein. Ja, fehlt nur noch Blue Knees. Absolut. So, und? Haben wir hier noch ein paar Zähne? Jawoll. Ah, für Teufel, Alter. Für Teufel. Danke, Mami. Mr. Rabbit says thank you too. He says he will find you later to thank you again. Ja, ich will nicht, dass er mir nochmal dankt, also, oder mich sucht, oder ich weiß, was bist du denn? Oh, krass. Sieht ein bisschen aus wie Lucy, oder? Schatz, du hast dein Kaninchen hier gelassen. Oh, krass. Es ist noch nicht an der Zeit. Nein, nein. Use? What? Oh, okay. Stole? Gun?
Senility? Noose. Drugs. Knife. Oh Gott, Alter, was müssen wir denn hier alle finden jetzt? What happened to me? Also, Benny, sag mal, wie ist es? Ich glaube, Mami geht's nicht gut. Ja, Mami geht's grundsätzlich einfach nicht gut. So, gehen wir hier nochmal kurz raus. Das ist ein ganz tolles Zimmer. So, hier haben wir nochmal eine Hasenstatue. Okay, es sind lauter Hasenstatuen, die wir finden müssen. Dann packen wir die mal erstmal hin. Ein Hocker? Hm, ist ein Hocker. Also, nach dem Motto Schleife für Strick und Hocker. Achso, dann... Und wir haben eine Taschenlampe. Okay. Na siehst du, ist doch plötzlich alles in Ordnung. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so in Ordnung so aussieht, aber gut. So, machst du jetzt hier alles an? Nee. Es ist noch nicht an der Zeit. Hä? Oh, diese ekelhafte Quäke da vorne, Alter. Das ist schon echt, es ist echt ekelhaft. So. Oh, ich hab kein gutes Gefühl, Benny. Okay, Sicherung, okay. Was passiert jetzt? Okay. Ich geh weg. Ich geh weg hier. Komm, ich geh jetzt hier hin. Es ist immer noch nicht an der Zeit, Alter. Was willst du? Was? Oh, Stevie, Alter, warte, wieso? Warum? Mr. Auge wieder. So tell me, Alice, did Mr. Rabbit like your gift? Why do you keep pretending you don't care for me anymore? You're lying to yourself. Still having problems with memory? Oh, Alice, why would you think I'd want something that already belonged to me? Prove you still care. Give me something real. Was? Und wir haben wieder eine Kneifzange, da freut mich. Ich stand da gerade Show Me What? Show me how you smile, wahrscheinlich. Und? Oh, Kotzkel. Oh Gott! Wie soll ich denn jetzt... Bei wem? Wieso? Moment. Was? Ey, du siehst ja jetzt nicht deine eigene Szene, oder? Oh, Alter! Mies. Oh. Na los, dann zeig mir dein schönstes Lächeln. Ohne Zähne? So, wieder habe ich was verpasst. Absolut. Warum schwebt da alles? Das ist... Blacksnake, das ist ganz schlimm hier, Alter.
Emily hat Angst vor dem Sturm und muss sie ablenken. Das ist ja gar kein Problem. Mal blöd gefragt, weißt du noch, wie lange die Sache hier geht? Schön. Das sind viele Flugzeuge. Der Score geht auch in den Minusbereich, das ist ja krass. Sicherung, sind im Keller. Jane muss sich sonst normalerweise darum kümmern. Alle gut, mal sitzen. Alle gut, ich kümmere mich ja drum. So, ist ja dunkel. Ich muss erst der Taschenlampe aus der Schublade holen. Okay. So. Also, wie wahrscheinlich der eine oder andere sich schon gedacht haben, rot ist. Oh, okay, alles klar. Jason hat sich. Jason ist mal schnell Zigaretten holen hier. Ja, für einen längeren Zeitraum. Ja, und das Schlimme ist, wird halt sein, irgendwie, dass sie das ebenfalls nicht verkraftet haben wird. Und Schlimmeres folgt. You to do this. Dr. Hypnos is asking about you. Can I bring Emily? Good to see you back, Alice. We have the next patient at 3 p.m. He's here for NET. Jane will fill you in. Okay, also alles verzahnt sich wohl in dieser Klinik. Obwohl es denn eine Anthologie ist. Please turn your phones off. Chop chop. Transfer all calls, Jane. Now, let's begin. Bring Emily with you. She shouldn't stay alone. We start in 15 minutes. Take Emily to Sylvia's office. She can look after her. Ja, das hat auch nicht so gut funktioniert, ne? Can we go to the bathroom? I think I'm gonna throw up. Was? Ich muss übergeben. Ja, das ist aber. Wow. Okay, en masse Telefone. Für ein kranker Scheiß, Alter. Das ist echt so. Wo ist Benny? Ja, ich bin gleich wieder da, muss gerade kurz was klären hier. Aber mach mich weiter kurz.
Okay, wir sind Emily jetzt. Wir sind jetzt Emily, habe ich gerade gesehen. Wir sind Emily. Ich habe Stunde noch. Wie bitte? Ich hab noch eine halbe Stunde, sag ich. Halbe Stunde. Eine nette halbe Stunde. So, wo ist Mutti? Mutti, wo bist du? Na toll. Mami? So, wo ist Mutti? Lass mich raten. Mutti ist unten im Keller. Oh Gott. Wartet gerade. Ja, die Haustür ist auf. Und jetzt gerade der tierische Shepherd bei mir. Ach, bei dir? Ja, ist, Horrorgame 4D bei dir. Scheiße. Oh, was ist denn er? Ja, jetzt heißt es verstecken. Alter, wer ist das denn? Überfall, ich weiß es nicht, Hausfriedensbruch. Ist jemand hier? Ich kenne die Männer nicht, ich habe Angst. So, und... Oh, im Schrank, was ist da so ein scheiß Versteck? Oh, sind die jetzt von dem Arzt geschickt worden, um uns zu vertuschen? Ich hoffe nicht. Na, was soll das sonst sein? Irgendwie wäre schon... Ich denke, der Store ist gleich. It's dark. No clouds. Oh, fuck. Der sah aus wie Benny. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also. Oh, komm, Alter. Nee, mach mal nicht, Alter. Ja, ist unverhältnismäßig, Alter. War das jetzt Emily, oder? Ja, die haben jetzt Emily erschossen. Ich schau eigentlich schon instant Kebab mir auf das Spiel gerade eben. Oh Gott. Ist es Jason und Emily? Ja. Oh. Alter, kannst du einen Strick nehmen. Wenn sie dein Kind erschossen haben, dein Ehemann sich erhängt hat, irgendwie ist so alles vorbei. Also spätestens beim Kind. Ehemann ist tragisch irgendwie und wahrscheinlich auch noch irgendwo verarbeitbar irgendwie, aber Kind. Was war das gerade? Sind wir rausgefallen? Gott. Ja, das ist finster, Alter. So, das war das Video. Todesursache, Rückenmarksverletzung, hypoxische Hirnverletzung. Die Bänder müssen eine Art Scherz sein, sie sind auf keinen Fall echt, aber sie sehen so realistisch aus. Und diese Ärzte haben sie behandelt. Jetzt wäre es wichtig.
Ich sehe einige Hinweise auf Forschungsarbeiten, aber die Dokumente sind unverständlich. Es gibt eine Notiz, dass der Rest der Unterlagen in das Zimmer der Oberschwester gebracht wurde. Oh Gott, jetzt nochmal zu der Nursery-Dings, da wo musst du... War die hier nicht irgendwo hier vorne? Oder war die... War die in der dritten, die Nursery? Mir war irgendwie auch so, Nursery Head. Oder Head Nurse. So, auf dem Zettel stand, dass die restlichen Dokumente hier sein würden. Na, dann schauen wir mal. Stimmt in der Kiste da? Oder auch nicht? Bim, bim, bim. Ja, Schule abholen, hatten wir schon. Leere Kiste. Konserven. Was Brauchbares. Oh, Schlüssel. Ein Schlüssel. Für? Das sind doch den Schlüssel. Schau dich doch nicht um. Was ist denn mit dir los? Als ob dich jetzt jemand beobachtet. Sie haben die kleiner Schlüssel. Alles klar. 27. August 1979. Soren, Nathan Andrews. Verfahren, NET-Technik. Klassifiziert. Ergebnisse. Medizinisch unerwarteter Tod. EEG-Parameter, EKG-Parameter. Atmungsparameter. Eindruck. Nachlässigkeit des Hilfsarztes. Signalstörung durch eingehenden Telefonanruf. Wartet ja jetzt jemanden? Kommt da noch einer jetzt hier? Oder was? Du darfst ja nicht vergessen, wir hatten vorhin noch den Alarm. Der Alarm wurde ja nicht ohne Grund ausgelöst. Also ich glaube, dass wir schon lange nicht mehr alleine da sind. Ja, die Frage ist nur... What is the next question? Ja, was sagt denn Tab? Tab sagt nichts. Nichts. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass er funktioniert. Jemand ist hier, ich muss gehen. Na, oh, dann, also. Oh, okay, na dann, lass uns mal. Wieder raus? So, wo war jetzt der Ausgang? Oh, shit. Okay, okay. Okay. Hide and Seek. Wunderbar. Ist er denn einfach nur doof oder was? Ist er denn einfach nur doof? Okay, cool. Oh, das war aber lucky. Okay. Nehmen wir mit. Okay, ganz schnell. Also, ne, also. Ja. Alter, schnell! Hab ich grad einen Schuss abgekriegt? Ja, hab ich. Das sieht nicht gut aus. Oh shit. Was? War das jetzt auch nur ein Tape? Ach, krass. Sind wir jetzt wieder an einem Tape? Und das ist jetzt Jan eine Demo. Alter, ist das weird, Alter, wie die das verzahnen. Why are you scared of my ashes here? Aren't you too young, Nate? For fuck's sake, are you recording this? Yup. Wanted to commemorate the moment. Fuck you. Fuck you. For real, though. Will you? I promise. Jetzt sind wir wieder am... Hä? Was? Alter, sie haben es halt wirklich geschafft, den Inhalt, die Story komplett in zwei separate Demos zu verpacken.
Das habe ich auch noch nicht erlebt, Alter. Ja, Leute. Wenn ich plopp und plopp. Zieht euch mal die beiden Demos rein irgendwie und ihr werdet ganz, ganz viele Parallelen finden. Und da zu sagen, irgendwie, ich mach da, also das ist das Fullgame daraus halt, schwierig. Schwierig. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, ob es euch gefallen hat und ob ihr noch weitere solche Games bei uns auf dem Kanal sehen wollt. Und wenn ihr richtig cool seid, dann lasst ein bisschen Liebe in Form eines Abos da. Helft den Kanal zu wachsen und wir sehen uns dann zur nächsten Videokassette wieder. Bis dahin, nicht vergessen, zurückspulen. Ciao. Tschüss.